Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Penzberg, ich darf mich kurz vorstellen zum Schluss der Veranstaltung oder fast Schluss. Mein Name ist Barbara Gertloff, ich bin die Landesvorsitzende der Bayerischen Bürgerbewegung Pax Europa. Die Pax Europa besteht seit 2008 und widmet sich seitdem eigentlich der Aufklärung über den politischen Islam. Wir sind bundesweit aufgestellt. Wir sind am Bundestag sogar als Nichtregierungsorganisation gelistet. Und wir sind heute hier. Michael Stürzenberger hat es ja schon des Öfteren erzählt, dass wir gegen den Muezzin-Ruf des Herrn Idris demonstrieren wollten. Die Moschee in Penzberg ist übrigens nicht die erste Moschee, die beim Bauantrag oder bei der Baugenehmigung gesagt hat, nö, Minarett brauchen wir nicht, Muezzin-Ruf brauchen wir nicht. Und dann irgendwann kommt es dann doch und Idris hat es ja dieser Tage beantragt und auf Druck der Öffentlichkeit anscheinend hat er es wieder zurückgenommen. Sie sehen also, dass eine kritische Öffentlichkeit islamistische Projekte verhindern kann. Aber ich denke mal, Idris wird irgendwann mal wieder anfangen, wenn mal wieder keiner hinhört, dann wird er wieder weitermachen und diesen Muezzin-Ruf auch wieder beantragen. Die Bürgerbewegung Pax Europa hat diverse Schriften herausgegeben. Sie können sich gerne hier da bedienen. Wir haben auch ein Rechtsgutachten erstellen lassen. Grenzen der Religionsfreiheit am Beispiel des Islam. Und was noch passiert ist, dass unser Autorenteam der BPE ein kleines Büchlein verfasst hat. Grüß Gott, Herr Idris. Sie wissen, er hat ein Buch herausgegeben, Grüß Gott, Herr Imam. Und daraufhin haben wir dieses Buch analysiert und wir haben ihm zweimal Fragen gestellt, zu denen er Stellung nehmen konnte. Er hat es nicht getan. Gut, das muss er auch nicht tun, aber im Rahmen eines interkulturellen Dialogs oder überhaupt, um sich mal anzunähern, wäre es vielleicht schön gewesen, wenn er das gemacht hätte. Michael, ich wäre soweit fertig. Ich wollte nur eigentlich mal kurz die BPI vorstellen. Werden Sie Mitglied bei uns? Sie unterstützen eine ganz wichtige Sache. Und Sie wissen, Sie können im Internet nachvollziehen, welche Termine wir wahrnehmen. Es wird dieses Jahr doch nochmal recht voll, hätte ich nicht gedacht. Letztes Jahr hatten wir über 30 Veranstaltungen. Nächste Woche sind wir in Hamburg, hast du gesagt. Und ja, es wird dann so weitergehen, auch nächstes Jahr. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Es ist leider Gottes so. In der Scharia sind Moslems die höher gestellten Menschen und Nicht-Moslems werden sehr geringschätzig bewertet. Das ist eine Glaube und jeder darf seine Glaube haben. Schauen Sie mal. Jeder kann seinen Glauben haben, aber ein Glaube darf keine Aggression gegen andere ausüben. Und im Koran, 60% des Korans, über die Hälfte des Korans, geht über die Ungläubigen. Und die werden an vielen Stellen diffamiert, übelst beleidigt. Das sind die schlechtesten Geschöpfe. In der Bibel kann nichts Schlechtes über Moslems drinstehen, weil da gab es noch gar keine Moslems. Ja, sehen Sie, und ich weiß es aus hunderten Veranstaltungen. Viele Moslems haben Probleme mit Kritik am Islam, weil der Islam ist Teil ihres Selbstbewusstseins, ihres Selbstwertgefühls, sie sind sehr stolz drauf. Deswegen darf nichts kritisiert werden. Das ist ein riesengroßes Problem. Wenn ihr mal hingehen würdet und sagen würdet, okay, wir schauen uns das jetzt mal an, wir schauen uns mal die gefährlichen Koranverse an, die wir jetzt gerade da hier gesehen haben. Ja? Und dann würdet ihr auch sagen, es ist doch nicht in eurem Interesse, dass Juden und Christen so übel abgewertet und diffamiert werden. Es steht leider Gottes drin. Wir sagen nicht, dass ihr das so seht. Es ist aber im 7. Jahrhundert durch Mohammed so in den Koran reingeschrieben worden. Warum? Weil er sauer war. Ja, aber das ist zeitlos gültig. Das ist das Problem. Und es gibt Menschen, die richten sich danach. Ihr nicht. Aber es gibt viele, die haben den Koran als heiliges Buch, lesen den und setzen den Inhalt um. Und da wird es eben dann gefährlich. Das geht von Abschottung gegenüber Ungläubigen bis hin zur Feindseligkeit.
und dann auch zur Gewaltausübung, Dschihad, Kampf, Krieg, Terror und Töten. Das ist Leider Gottes. In der Bibel stehen auch ähnliche Sachen. Schaut mal her, es hilft nichts, wenn Sie jetzt versuchen zu relativieren. Wir haben die Probleme mit dem Islam, wir haben sie in islamischen Ländern, wir haben keine Probleme mit Christen, die andere unterdrücken in christlichen Ländern. Ganz im Gegenteil, in christlichen Ländern werden aus heute Nächstenliebe muslimische Flüchtlinge reingeholt und wird in der Runde Teppich ausgerollt. Ja? Das Problem ist nicht das Christentum und nicht die Bibel. Das Problem ist der politische Islam und der Koran und die Scharia. Das sind die Probleme. Ich weiß, es fällt euch schwer, da selbstkritisch zu sein. Ich habe tausende Diskussionen mit Moslems gehabt. Ja, es sind ganz, ganz wenige, die dann wirklich sagen können, okay, wir haben da Probleme und wir müssen daran. Wenn Sie sich mal auf YouTube das anschauen, wir haben diese Videos, diese Gespräche mit modern eingestellten Moslems. In Hamburg hat einer gesagt, richtig, der politische Islam muss verboten werden. In Erfurt, ein tunesischer Moslem, der hat gesagt, bei uns wird es auch gerade radikalisiert. Es gibt Strömungen in Tunesien, die Ennahda-Bewegung, die wollen auch einen Scharia-Staat. Und der hat zu uns gesagt, danke, dass ihr die Aufklärung macht, wir wollen denn auch nicht den politischen Islam und die Scharia. Wir können es doch auch sagen, dass wir das nicht wollen. In Deutschland gibt es auch Regierung und die machen auch Politik. Ja? Sie reden über Politik. Nein, sie reden über Politik. Sie dürfen normalerweise sowas nicht sagen. Das ist für den Regierenden. Regierende Leute sollen gegen Politiker kämpfen. Nicht sie, nicht für alle Moslems reden. Ja? Ach, ich soll nicht das machen oder wir sollen nicht diese Aufklärung machen? Meinungsfreiheit ist natürlich in einer Art und Form gerecht. Jeder hat seine eigene Meinung zu repräsentieren, solange man andere Meinungen nicht verletzt. Also besser gesagt, wir verletzen keine andere Meinung. Nein, aber Sie müssen auch offen sein. Wir sind offen. Wir diskutieren ja. Wo sind Ihre Wurzeln? In welchem Land? Türkei. Türkei? Ja. Und wie stehen Sie zu Erdogan? Definitiv nicht. Gut, da haben wir eine Basis. Dann machen Sie gegen Politiker. Ja. Erdogan repräsentiert den politischen Islam. Er will in der Türkei die Einheit von Staat und Religion wieder einführen, die Atatürk aufgelöst hat. Atatürk war gut. Ja, also. Da sind wir doch auf einer Ebene, wo wir weiterkommen. Also, jetzt hören wir uns gleich noch die deutsche Hymne an. Wir haben jetzt kurz vor 7 und wir halten uns ja an die Zeit. Um 19 Uhr gibt es hier eine Lesung, da sind wir dann durch. Jetzt erst noch die Hymne und dann verabschieden wir uns. So, Chris, wo ist der Stecker? Liebe Penzberger, das war unsere Aufklärungskundgebung über den politischen Islam und den Muezzinruf. Ich denke mal, das war jetzt hier ganz interessant, hier zu diskutieren. Wir haben gute Gespräche gehabt. Wir haben gemerkt, dass
auch das Nachdenken bei vielen einsetzt. Wir werden wieder tausende Zuschauer auf dem Livestream gehabt haben und im Nachgang schauen diese Videos immer bis zu 30.000, 40.000 Menschen an, teilweise auch noch mehr. Das Thema ist wichtig und wie gesagt, es geht nicht gegen Menschen, nicht gegen Moslems, es geht gegen gefährliche Bestandteile einer Ideologie. Wir bedanken uns bei allen Polizisten, die heute hier für die Sicherheit gesorgt haben. Wir bedanken uns bei allen, die hier zugehört haben, mitdiskutiert haben. Wir bedanken uns bei allen, die hier mitgeholfen haben, hier am Stand. Chris, Monika, Claudia, Maria, Hans, Barbara, danke, dass du auch hier aus Franken hergekommen bist mit Winfried, danke fürs Video. Danke an Europäischer Widerstand Online für die Livestreams. Die beiden, Matthias und Claudia, reisen ja mit uns durch ganz Deutschland. Auch die beiden haben erkannt, dass es wichtig ist, diese Aufklärungsarbeit in die Städte zu tragen und von den Marktplätzen und Fußgängerzonen in die Parlamente irgendwann zu bringen, damit es dort zu politischen Maßnahmen kommt, damit wir dann diese Gefahr endgültig aus dem Wege räumen können. Ja? Also in dem Sinne, einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Die Kundgebung ist hiermit beendet. Danke.